herzlich willkommen. Ja. Ich darf mich für das zahlreiche Erscheinen hier bedanken. Unser Thema ist das Thema Kubernetes 101. Wir haben es explizit Kubernetes 101 genannt, weil ich habe bisher schon einige Kubernetes-Talks von Firmen, von Providern und sonstigen gesehen. Und nach diesem Talk wusste ich immer wunderbar, okay, dieser Provider bietet mir diesen dies und das kann ich alles bei ihm buchen, aber und ja, er hat mir nicht Kubernetes, aber so diese große Übersicht, okay, was ist so die Motivation von Kubernetes, wie kann ich das optimal umsetzen, das hat mir so ein bisschen gefehlt und habe dir dementsprechend einen eigenen Talk ausgearbeitet und den stelle ich gemeinsam mit dem Oleg und dem Sean gemeinsam mal hier vor. Problem, nämlich, was wollen wir heute vorstellen? Wir wollen euch einen Überblick verschaffen. In eineinhalb Stunden kriegen wir natürlich nicht den ganzen Kubernetes durch, sondern einen Überblick verschaffen von einer Containerarchitektur, wie man eine Containerarchitektur aufbauen würde, aber auch von Docker und Kubernetes. So, unser Talk ist in drei Teilen aufgeteilt. Erstmal Docker Fundamentals, dann Kubernetes Fundamentals oder Kubernetes von 10.000 Feet und dann, das kommt dann alles zusammen in dem Demo. Dann fangen wir schon mal mit der Vorstellung. Ich bin Oleg Fixel, ich mache das Docker Fundamentals Part. Ich bin DevOps-Ingenieur bei Accenture und langjähriger Gentoo-User und ich bin CI und Golang und mag alles automatisieren. Davor habe ich Security gemacht, deshalb mache ich jetzt logischerweise auch DevSecOps-Teil. Ich gebe weiter an Sean. Ja, also ich bin Sean Mitchell. Ich bin Site Reliability Engineer bei Grandcentrix in Köln und da unterstütze ich unsere Entwickler mit alles, was die entwickelt hat, dass es läuft und auch unsere Kunden. Und dann bin ich auch im Home Automation Week. Ich werde dann das Teil und das Kubernetes von 10.000 Feet machen. Mein Name ist Michael Siebers, ich bin DevOps Engineer bei HAS. Bin dort im zentralen DevOps Team tätig und versuche so viel wie möglich zu automatisieren und bin Linux-User seit einer längeren Zeit und behandle nachher das Thema Live-Demo. Dann kommen wir zum Docker von der Fundamentals-Part. Zuerst möchte ich ein bisschen auf die Geschichte eingehen, wie es dazu gekommen ist, wie Docker überhaupt entstanden ist und warum das so populär geworden ist. Derjenige, der war beim Vortrag heute um 10 Uhr, wird schon einiges an mitbekommen, dass Docker eigentlich nichts Neues ist. Ja? Und es ging alles mit Changeroot. Also viele von euch kennen wahrscheinlich Changeroot von DNS-Server und von Postfix, ja, der läuft mit Changeroot. Also Changeroot war damals nur noch Filesystem-Isolierung. Das heißt, wenn man auch so einen Prozess ausgebrochen hat, war man in einem Filesystem, wo man halt keine Tools hat. Das hat aber immer noch keine Drosselung der Ressourcen von CPU, Memory und Netzwerk zum Beispiel. Das kam dann in Linux V-Server und die Solaris-Container. Deshalb, manche Solaris-Leute, die lachen sich über Docker, ja, weil die hatten das schon seit 2004. Ja. Nichtsdestotrotz gab es auch OpenVC, das war die de facto Standard lange Jahre für Enterprise-Umgebungen. Und dann 2006 kamen die die Google Process Container, was später auch dann zu C-Groups umbenannt worden ist und ins Linux-Kernel eingeflossen ist. Docker nutzt auch C-Groups, da gehen wir gleich drauf ein, was C-Groups ist, was das bedeutet, welchen Teil davon Docker benutzt. 2008 gab es LXC und LXC war eine komplette Lösung eigentlich, eine komplette Containerlösung. Die hat C-Groups benutzt und Namespaces. Was das ist, gehe ich gleich in Detail drauf ein. Und es war eine komplette Lösung, um halt Container zu betreiben und hochzufahren. Und Cloud Foundry hat sogar LXC als Basis benutzt, hinzugefügt,
haben die dann eine Management-API und kleine Server-Architektur. Also ihr merkt vielleicht, da kommt alles zusammen, was Docker jetzt auch hat. Übrigens bei Solaris-Containern gab es auch ein tolles Feature mit dem ZFS-File-System, dass man Snapshots machen könnte. Und das haben wir auch mit Docker. Und 2013 kam der Docker raus. Und der Docker hat alle diese Features integriert, nämlich Filesystem Slicing oder Snapshotting, API für Docker Team, dass man den Docker Team von API bedienen konnte, die Client Server Architektur, der Docker Team war im Open Server und ich kann mich mit Docker CLI sich damit verbinden und das steuern. Ja, das kam auch zusammen in Docker. Und natürlich wie LXC hat Docker nichts anderes gemacht als C-Groups und Namespaces vom Kernel zu nutzen. Und Docker ist eigentlich so eine Orchestrierungsebene um verschiedene Linux-Tools und Kernel-Capabilities. Ja, das Docker selbst implementiert ein bisschen Logik hin und her, benutzt Filesystem aus dem Kernel, benutzt C-Groups, benutzt Namespaces und bringt das alles zusammen. Ja, ein bisschen Marketing gehört ja auch dazu. Was unterscheidet Docker denn von der klassischen virtuellen Maschine? Da gehen wir genau jetzt drauf ein. Wir kennen uns alle mit VMs aus. Die lassen wir langjährig laufen, die kennen wir gut. Ja, ich möchte genau hier die Transition von VMs auf Docker zu machen. Was sind die Unterschiede denn? So eine VM sieht dann folgendermaßen aus. Wir haben eine VM, wir haben da drin einen Kernel, Libraries und die Applikation, die wir drauf laufen haben. Bei einem Container oder bei einem Container-Host sieht es auch sehr ähnlich aus. Nur wir sehen, für jedes einzelne Container können wir verschiedene Libraries installieren und die sind filesystemtechnisch voneinander getrennt. Das Wichtige hier dabei ist, jeder Container auf dem gleichen Host benutzt den gleichen Kernel. Das heißt, Container ist eine Isolierungsschicht und keine Virtualisierungsschicht. Ich gehe gleich noch ein bisschen technisch ins Detail. Wenn wir vor allem zum Container vergleichen, was ist der Unterschied auf der Storage-Seite? Ja, bei VMs haben wir irgendwo ein Image, entweder auf dem Fire, auf NFS oder Fiber Channel, da haben wir ein Binary-Image von dem Disk, ja, von der virtuellen Maschine liegen. Wir können es mounten, vielleicht gucken, ja, da rein, aber das ist erstmal ein Binary-Stück, ja, der da liegt. Bei Container haben wir ein Plain-File-System, was zusammengefügt wird. Das heißt, das File-System liegt wirklich irgendwo auf dem Host, Plain. Wir können da hingehen und gucken die Datei, ja, und beim laufenden Betrieb wird das durch ein Filesystem-Backend zusammengefügt zu einer Schicht, zusammengebacken sozusagen. Ja. Dafür benutzt Docker eigentlich auch ein Filesystem-Treiber von dem Kernel. Ja. Emulation. Bei VMs emulieren wir halt alles. Ja, wir emulieren CPU, wir emulieren BIOS, wir emulieren jegliche Hardware in Software. Ja. Und bei Container emulieren wir gar nichts. Weil Container ist ein Prozess, genauso wie alle anderen, der einfach auf dem System, auf dem Kernel läuft, nur von Kernel, ich sag mal, in einem anderen Namespace, aber isoliert. Was Namespaces ist, komme ich gleich drauf ein. Netzwerk, bei VM emulieren wir komplett Netzwerkstack und emulieren komplette Netzwerkkarte. Ganz wichtig hier ist, wir emulieren Netzwerk, Routing Table und Stack bei einem VM. Bei einem Container nutzt er das Netzwerkstack von dem Host. Auch das Netzwerkstack, auch das Routing Stack und die ACLs werden mittels IP-Tables dann von den Docker-Teams bedient. Das heißt, wieder Docker bedient eigentlich nur die Linux-Tools.
was haben wir sonst? Also Docker und zum Runtime. Und das ist die Sache, wo der Mindshift stattfindet bei VM. Starten wir eine VM, genauso wie wir die gestern runtergefahren haben. Und beim Container startet der Container immer mit der State, wie er gebaut worden ist. Das heißt, Container startet immer frisch mit dem State, wie wir es zusammengebaut haben. Und dann läuft er jeden Tag wie grüßen Murmeltier. Ja? Finde ich auch State brauche ich für den Datenbank? Sehr gute Frage. Ja. Vielleicht noch eine Frage von Grüßen haben? Ich stelle die Slides. Auch oh, perfekt. Natürlich. Ich stelle die Slides. Genau. Es ist ja ein bisschen blöd bei der Datenbank, ja, wenn die immer startet ohne State. Ja. Das heißt, man hat immer eine leere Datenbank, man muss immer den Nutzer anlegen und so weiter. Natürlich gibt es dafür Möglichkeiten, State da rein zu mounten. Ja, das heißt, man kann durch Volumes, gleich kommen wir zu Volumes, die Datenbank startet, die hat etwa MySQL, valid MySQL, nichts da, okay, lege ich die ganze Struktur, leere Datenbank und so weiter. Ja, wenn wir Volume haben, startet die Datenbank, guckt, aha, valid MySQL, da liegt er schon, ah, da sind meine Tabellen, da sind meine User, wo der State herkommt, das sehen wir in dem Volumes-Teil. Okay, wie entsteht ein Container? Was ist ein Lifecycle eines Containers? Und wie werden die gespeichert? Wie werden die ausgeführt? Ich habe hier ein bisschen was per Hand gemalt. Also wir haben einen Docker-File. Ein Docker-File ist ja wie eine Art, weiß ich nicht, Background-File für VMs. Ja, das baut euch ein Docker-Image zusammen. Das heißt, in der Docker-File steht nimm Ubuntu als Basis, installiere da mal das und das, tu mal die Konfiguration rein, ja, und am Ende für jede Zeile, die im Docker-File steht, auf jede Zeile wird ein separates File-System-Layer erstellt. Dazu kommen wir gleich nochmal zu dem File-System-Layer ein bisschen ins Detail. Aber wichtig ist, Docker-File, man macht Docker-Build minus Tag, ja, zu Tags kann ich gleich noch was sagen, nutzt Docker Build, nutzt den Docker-File und erstellt ein Docker-Image. Docker-Image ist nichts anderes als in ein Verzeichnis auf dem File-System, wo die verschiedenen Schichten drin liegen, ja, und das läuft noch nicht. Das ist eine statische Version des File-Systems und vielleicht ein bisschen mehr der Konfiguration wie CPU oder Environment Variable. So. Dann habe ich die Möglichkeit, dieses Image zum Docker-Hub zu pushen, ja, oder zu pullen, vielleicht, wenn ich irgendwelche Dependencies habe, wenn ich mein Image von Ubuntu erstelle. Ja, ich nehme Ubuntu als Basis-Image und erstelle darauf mein eigenes mit zusätzlichen Befehlen oder Paketen. Ja, dann muss ich erstmal Ubuntu ziehen, dann bauen und dann meine Version zu Docker-Hub pushen. Oder wenn ich eine Firma habe, wo ich nicht unbedingt alle meine Images auf Docker habe, posten möchte, dann kann ich auch eine lokale Registry haben. Aber lokale Registry ist nichts anderes, also Docker Hub ist nichts anderes als Public Registry, Docker Registry. Und interessant ist, man braucht auch nicht unbedingt eine Registry, um Docker-Files oder Docker-Images zu bauen und laufen zu lassen. Man kann es alles lokal machen. Ja. Wo ist denn aktuell der Unterschied zwischen Docker Hub und Docker Store? Da habe ich zurzeit Schwierigkeiten wie bei. Ich glaube, die haben eine Transition. Das wird einfach nach den Änderungen ein bisschen anders. Also existieren noch alle, aber die. Ich wusste nicht den Unterschied. Ich glaube, es wird irgendwann umbenannt. Man kann dann auch mit der Docker Images kaufen. Oder Datenbank. Genau, wenn ich ein Image dann gepullt habe aus der Docker Registry oder selbst gebaut habe, ja, dann kann ich das Image mit Docker Run zu einem Container. Also Container ist eine laufende Instanz eines Docker Image, zum Wargame ein bisschen. Und wenn ich einen Container laufen lassen kann, dann habe ich meine App. Also Programm, Server, was auch immer was. So, ein bisschen zu den Tags. Wir haben hier gesehen, wir haben Tags spezifiziert.
Wofür ist das gut? Wir haben verschiedene Namen von Container und verschiedene Tags. Man kann es für alles Mögliche missbrauchen. Eigentlich ist es dafür gedacht, dass man da Versionierung einführt. Ja. Da kann man nicht nur Zahlen, sondern auch Namen wie Master, Latest, Stable und so weiter einfügen. Und die werden dann anhand von den Namen gruppiert. Das heißt, man hat dann Nginx mit verschiedenen Versionen. Man kann das leicht dann dazu nutzen, um halt auch anderen muss man eine neue Version auszuprobieren. Ja, und leicht zurückrollen, indem man dann einfach ein Image-Tag abändert. So, zum Filesystem. Jeder Stück vom Docker-Image jede Zeile vom Docker-File wird dann im Docker-Image zu einem separaten Layer. Und wir können hier sehen, dass wir jetzt CentOS genommen haben, dann haben wir irgendwelche Tools installiert, dann haben wir Java zum Beispiel installiert und dann zum Schluss unsere App draufgepackt. Und für jeden dieser Befehle in der Docker-File, ja, run, upget install, irgendwas und so weiter, copy, irgendwas, wird eine eigene Schicht, komplett eine eigene File-System-Schicht im File-System abgelegt und die werden dann zusammengeführt, zusammengebacken beim Laufen des Image. Wie die zusammenhängen? Ja, ganz einfach. Die haben eine SH-Summe und der Vorteil hier ist, wenn ich in meiner CI-Pipeline mein Programm immer wieder baue und füge nur dieses hinzu, dann wird das gleich bleiben. Man muss ja das nicht nochmal bauen. Es wird gecached auf dem File-System und diese Differenz wird nur hinzugefügt. Das heißt, mein Build-Prozess ist schneller, weil das alles gecached ist und ich muss es auch gar nicht alles pullen. Wenn ich aber hier was ändere, dann, weil die Cache-Summen, die verlinken sich, dann muss alles nochmal gebaut werden. Deshalb ist es nicht verkehrt, damit Base-Image zu arbeiten. Ich habe ein Base-Image von CentOS 6, da habe ich alte Java-Version und Legacy-App. Ja, den pflege ich getrennt und die bauen dann aufeinander auf. Und ich habe dann eine relativ neue App, ja, wo ich halt auch Base-Image habe, darauf auch Base-Images und darauf packe ich dann die Apps. Man kann es beliebig kompliziert machen und mal halt überlegen, was mehr Sinn macht. Ja, da hat der Kollege heute um 10 Uhr drüber gesprochen, dass die CI-Pipelines dann 40 Minuten gelaufen sind, erstmal 3 GB gezogen hat aus dem Internet, dann 3 GB zusammengefügt und das alles auf das File-System. Da ist auch natürlich keine Deduplizierung, das ist nicht schön. Was aber relativ mutig zurzeit ist, dass man Alpine Linux nimmt. Das ist eine sehr schlanke Linux-Distribution. Die ist sehr minimalistisch und darauf packt man halt eine Golang-Binary, die sind statisch gelinkt, die brauchen nur noch glibc und manchmal hat man sogar im Container gar kein Bash, gar nichts, kein Compiler, gar nichts. Das heißt, für Security ist das gut, dass man so wenig Angriffsfläche gibt, wie noch möglich ist. So, File-System-Backends, also wie ich schon sagte, Docker benutzt File-System-Backends vom Linux-Kernel. Sind ein paar davon. Die OFS, OverlayFS sind Legacy, also nur, dass ihr das schon mal gesehen habt, gehört habt. Die Weißmapper kennen wir ja alle. Docker empfiehlt das für Produktion, weil es wohl sehr stabil ist, aber nicht so performant. Und OverlayFS, das ist so de facto Standard für Ubuntu zum Beispiel und BetterFS für SUSE. Ja. Der OverlayFS, der ist dort mit Legacy gekennzeichnet worden, ist auch wenig recht in der aktuelle Standard bei CentOS. Das kann man nicht wissen. OverlayFS 2. Es gibt OverlayFS 2. Ich weiß nicht, was in CentOS Standard ist, aber also der Standard in der Form, wenn ich jetzt auf eine komplett aktuelle Version von CentOS installiere, steht in dem Docker Inspect halt OverlayFS. Nicht OverlayFS 2. Das hängt mit dem Kernel zusammen. CentOS 7 hat der 3.10er Kernel. Genau. Und die unterstützen das neue noch gar nicht, weil dann brauchst du mindestens einen 4er Kernel für. Musst du ja den Kernel nehmen. Wahrscheinlich. Also,
Docker nutzt oder das. Du quasi jetzt das einmal komplett auseinanderreißen und neu zusammensetzen und mit der aktuellen Docker-Version da. Ich meine, ist nicht schlimm, das ist noch halt ein bisschen langsamer. Für Dev-Umgebung ist das okay, aber das ist, wie das ihr das schon mal gesehen habt, ja, die verschiedenen Backends. Diese verschiedenen Backend-Fallsysteme, die bieten einem mehrfach Layers in ein Layer zusammenzufügen. Ja? Zum Beispiel BetterFS hat Writable Snapshots und das benutzt nämlich Docker, um diese verschiedenen Layer darzustellen. Ja, es ist nur Orchestrierungsebene. Ja. Okay. So, wir haben schon darüber gesprochen, dass die Container ohne State starten. Ja, wir mounten die State da rein. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir können lokale FS da rein mounten. Wir können Docker Volumes benutzen. Also Docker hat dann eine Möglichkeit, irgendein Verzeichnis als Volume zu bezeichnen. Das heißt, entweder haben wir ein Verzeichnis, was Docker verwaltet, in den Container gemountet. Oder wir sagen dem Docker einfach, tu dir irgendwo ein Verzeichnis, Hauptsache ich habe einen Namen. So, dann ist es natürlich lokal auf dem Host, ja, aber für temporäre Sachen ist es gut. Für Produktion natürlich wollen wir, dass unser State irgendwo sicher abgelegt ist, nämlich auf irgendeinem Pfeiler. Und dafür gibt es die Volume Storage Plugins. Und da gibt es alles mögliche, anfangen von NFS, von FC, iSCSI und so weiter. Das ist the way to go. Okay. Docker separiert Prozesse, ganz normale Prozesse, die wir auch sonst laufen würden, auf dem System. Man sieht auch auf dem System mit Top auch die ganzen Docker-Prozesse, also die ganzen Apps, die da laufen. Ja? Nur die sind durch C-Groups separiert. Was ist ein C-Groups? C-Groups ist eine Linux-Kernel-Feature, die damals eingeflossen ist, und die erlaubt dem Linux-Kernel für einen Prozess bestimmte Limitierungen zu definieren. CPU, Speicher, Netzwerk und so weiter. Und wenn das nicht eingehalten wird, dann geht der Kernel genauso hin und macht genau das, was er machen würde, wenn ihm wirkliche Ressourcen da sind. Also Speicher, OM-Killer, CPU-Drosselung, Netzwerk, Hackathon und so weiter. Ja? Dann gibt es auch Namespaces. Und Namespaces sorgen dafür, Open-Kernel-Feature, sorgen dafür, dass der Prozess startet mit Bit 1 oder 0 und denkt, er wäre alleine im System. Ja, wenn wir root auf dem Host-System, wo Docker Team läuft, sehen wir alle Prozesse, die da drin sind. Aber wenn man in einem Container drin ist, sieht man wirklich PS leer, da ist nichts. Ja? Und das sind eigentlich die Namespaces und keine Features. Man kann das alles manuell machen, ja, und für einen Prozess Namespace manuell definieren, aber Docker macht es halt für uns. So, genau. Und PS ab, aus, zeigt dann nur einen Prozess in den Container. So, dann kommen wir schon mal. Ja. Wo steht die Firewall? Wo steht die Firewall? Firewall. Wo steht die Netzwerk? Wo ist die Firewall? Der Host? Der Container, der Docker-Team nutzt das komplette Netzwerk-Stack vom Host. Der bedient IP-Tables, der bedient Routing-Table, der bedient IP-Traffic-Shaping. Okay, dann fasse ich mal zusammen. Ich glaube, Container sind da, man kann es nicht mehr vermeiden. Man muss nur denken, wie man es einsetzt, wie besser, was man damit macht. Ja, aber das wird wahrscheinlich der Zeit de facto Standard. So wie Docker ist zurzeit auch de facto Standard. Ist denn ein Container nur noch eine Applikation oder kann er auch mehr als einen Prozess? Kann alles Mögliche reinpacken. Idee, ein Container, eine Applikation, kann es aber alles Mögliche machen. Das muss man sich überlegen. Das wird ja schon gleich interessant. Stimmt, ja. Da kommen wir gleich. Genau, Docker ist der Faktor Standard, aber wie ihr vielleicht schon mal gehört habt, Kubernetes überlegt halt, Kubernetes nutzt Docker als Container.
legitim, aber Kubernetes denkt man vielleicht nicht locker, vielleicht was anderes, vielleicht mal was Open Source. Naja, seit es das der Standard, vielleicht ganz anders. So. Wir haben jetzt Container gebaut, wir haben Container laufen lassen von der Konsole, ja, die laufen alle schön, vielleicht auch nicht, vielleicht werden wir neu gestartet. Gestartet man die neu? Wie sorgt man dafür, dass die auf dem richtigen Kurs laufen? Wie sorgt man dafür, dass da die richtige Anzahl von Containern läuft? Diese ganze Orchestrierung drumherum, um die Container, das macht ja schon mit Kubernetes. Ja? Und deshalb übergebe ich an Sean. GitLab ist also Open Source Git-Anwendung, was man hosten kann. Das ist ähnlich zu GitHub, aber was man selber hosten kann. Und das werden wir in Kubernetes laufen und dann am Ende sehen wir auch ein Beispiel. Und GitHub als Akkordeon. Beispiel, weil der hat eine Datenbank, da haben wir Persistent Data, also wir wollen unsere Git-Geschichte vergessen. Ist der Container als ja, so. Ja, das könnte auch MediaWiki oder WordPress oder was auch immer da stehen, aber ich liebe Beispiele. So, angenommen, wir haben GitLab, wir haben das in einen Container gepackt, wir haben das zu einem Registry gepusht und was brauchen wir noch, damit das läuft? Also typischerweise braucht GitLab eine Hostname, wo laufe ich, wenn jemand, wenn ich einen Benutzer zu mir schicken will, was ist mein Hostname, wie erreiche ich meine Datenbank, was ist der Datenbankbenutzer und so weiter, so viele Konfigurationen. Und dafür hat Kubernetes eine Art von Pod. Und ein Pod kann man so als Container fast vorstellen, obwohl ein Pod kann mehrere Container drin haben. Das ist das Kleinste, was Kubernetes deployt. Also in Kubernetes sprechen wir nur von Pods. Hier sehen wir, das hat die Konfiguration von der App. Das heißt, der Service Pod ist 10.080. Das wird in den Umgebungsvariablen zu den Anwendungen übergeben. Das hat auch die Sachen, was Kubernetes braucht. U3.8 zum Beispiel ein Memory Limit von 4 GB. Ja, das kann auch laufen. Also, ja, also ich wollte nur sagen, dass Kubernetes hier, das ist nur die Information zwischen, also wie ich meine Anwendung zu Kubernetes beschreibe. Was brauchst du, oder was braucht die Anwendung, was braucht Kubernetes von meinem? Also es gibt viele Überschneidungen zwischen Kubernetes und Docker. Also, beziehungsweise Docker Swarm. Und Kubernetes hat auch Labels und die Label ist auf dem Pod-Ebene. Und wir würden das später benutzen, um Pods zu gruppieren und ja. So. Ich wollte ein bisschen mehr darauf eingehen, was bedeutet mehrere Container in einem Pod? Weil das ist ein bisschen verwirrend, was genau das bedeutet. Die sharen ein Namespace oder ein C-Group hier. Das bedeutet, wir haben ein Common Storage und Common Netzwerk. Ein Pod hat eine IP-Adresse. Das heißt, wenn ich zwei Container, zum Beispiel ein Postgres-Datenbank und ein GitLab-Anwendungsserver in den Container, dann habe ich eine IP-Adresse für den beiden. Diese same IP-Adresse bedeutet auch, dass Localhost gleich ist. Das heißt, ich kann von einem Container in den anderen über Localhost erreichen. Es ist auch ein Shared Disk und Interprocess Communication funktioniert zwischen Prozesse in verschiedene Container. So,
Wir haben einen Pod, der hat ein oder mehrere Container drin. Wie starten wir das? Oder wie geht Kubernetes um mit diesem Pod? Es gibt verschiedene Status von einem Pod im Glücksraum. Wir haben Pending, das heißt, ich habe das Pod konfiguriert und zu Kubernetes übergeben. Und dann, er muss einen Node aussuchen und das auf den Node schedulen und starten. Im besten Fall, er startet und läuft. Ein Beispiel von GitLab, der muss immer laufen, sonst ist mein Dienst nicht erreichbar, dann ist er in einem Running State. Aber wir können auch Pods haben, die nur kurzfristig laufen, zum Beispiel für einen Backup. Das heißt, er wird jeden Abend um 3 Uhr morgens gestartet, macht einen Backup und dann macht einen Exit. Das ist dann nicht succeeded. Es gibt eine Restart Policy für einen Pod. Das heißt, bei GitLab wollten wir das immer am Laufen haben. Das heißt, wenn er stirbt, soll er neu starten. Und Ferne, wenn das Backup nicht funktioniert hat, soll er neu gestartet. Und Never, das heißt, er startet das, wenn was schief läuft, bleibt er erstmal so und Dienst ist nicht erreichbar. Und diese Failed States haben wir ein Crash Loop Backup. Das ist eine Art von Kubernetes, also GitLab startet und steigt sofort raus. Aus irgendeinem Grund. Dann wird Kubernetes sofort versuchen, das neu zu starten. Und wenn das nicht klappt, dann wird er das mit einem 5 Sekunden Abstand wieder versuchen. Und dann 10 Sekunden. Das heißt, wir ballern unser System nicht zu mit Start mal, sondern der geht inkrementell länger und länger bis zu 5 Minuten. Und dann ab 5 Minuten ist Schluss, dann wird er jede 5 Minuten in die Hoffnung, dass irgendwann starten wird. Und ja. Failed ist für diese Never, dann der steigt raus und ich habe gesagt, ich starte ihn wieder, dann bleibe ich im Failed. Und Unknown ist für, wenn mein Cluster ungesund ist. Vielleicht läuft er, aber wir erreichen den System, wo er drauf geschedult ist, nicht. Das heißt, wir hoffen, dass es läuft, aber wir wissen das noch nicht. Also ich habe persönlich nie ein Unknown gesehen. So, kommen wir zu unserem Beispiel von GitLab. Also, wir haben zwei Teile, also GitLab ist ein bisschen mehr kompliziert, aber hier habe ich nur zwei Teile. Eine, also die GitLab-Anwendung, das ist in einem Container, Postgres, auch in einem Container. Wie wir sehen hier, wir können das von den anderen Containern oder den anderen über Localhost laufen. Also, alles ist relativ gut. Man könnte auch beides so in einem Container, oder? Könnte man, ja. Was das geht auch. Das ist besser. Das letzte ist besser, ja. Haben wir auch noch andere Probleme hiermit? Also ich würde sagen, das ist nicht ein guter Weg, das zu machen. wir sollten das mindestens in zwei Pods splitten. Also einmal das GitLab-Server und einmal das Postgres. Weil, für die Skalierung später. Vielleicht ist GitLab langsam und wir müssen das Backend hochskalieren, damit wir 5 Kopien von der Backend haben. Aber ich brauche keine 5 Datenbanken, wenn ich 5 Anwendungsserver habe. Oder der Datenbank soll ich clustern, damit der Datenbank schneller ist. Das heißt, ich brauche 5 Postgres und nur ein GitLab Backend Server. Ein Hinweis: Die Applikation muss das natürlich auch unterstützen. Ja, also natürlich. Ja, natürlich, ja. Also mit Skalierung, das ist nicht so leicht hinzubekommen. Ja, wir kommen später auch darauf. Für Transportability, wenn ich entwickle, ich will das auf meinem Laptop haben und ich brauche dafür ein Postgres, was vielleicht leer ist oder vielleicht einen definierten Zustand, damit ich meinen Integrations-Test laufen kann. Das heißt, ich brauche noch ein Port hier, aber wenn es in der Produktion landet, dann will ich auf jeden Fall ein gemanagtes Datenbank kaufen. Das machen wir in der Produktion. Das heißt, wenn der in derselben Container ist, ich kann das nicht mehr trennen. Aber wenn die in verschiedenen Containern sind, ich kann das GitLab sagen, so, hier erreichst du eine Datenbank und das ist mein lokales hier neben mir. Oder in der Produktion, hier ist meine Datenbank, das ist bei Google da. Beim Upgrades, GitLab hat einen ziemlich schnellen Release-Zyklus, Postgres aber nicht. Muss ich immer Postgres neu starten, wenn ich ein Anwendungsupdate mache. Und schlussendlich, Kubernetes schedult einen Pod auf einen physikalischen Stück Hardware. Und wenn die beide viele Ressourcen brauchen, dann ist eine System total unter Last und die anderen langweilen sich.
Also wenn die zwei Pods sind, kann ich Hitler auf einen Post haben und Postgres auf den anderen und alles haben. Aber Ausnahmen, wie immer. Ich nenne das so tight decoupled, also das heißt, wenn wir zwei Sachen immer zusammen brauchen. Beste Beispiel dafür ist, wenn man Postgres von Google kauft, man braucht eine Art von Proxy-Server. Das heißt, immer wenn ich mein Backend habe und der muss die Datenbank erreichen, brauche ich lokal diese Proxy-Server. Und das packen wir dann in zwei Container in derselben Port. Was ähnliches gibt es für Logging und Monitoring, vielleicht irgendwas, was die Logs von einem absaugt und Richtung Elasticsearch pumpt oder sowas. Und Init-Containers. Und ein Init-Container in Kubernetes ist ein Container, der lebt kurz und setzt irgendwas auf für die Hauptanwendung. Das heißt, wenn der Pod gescheduled wird und gestartet wird, fängt erstmal der Init-Container an, macht irgendwas. Wenn er happy war, dann macht er einen sauberen Exit und dann startet der Hauptcontainer. Man kann das auch ganz gut missbrauchen in Integration Pipelines. Also wir starten mit einer leeren Datenbank, dann poppt dein Init-Container auf mit irgendeiner Konfiguration, der diesen Stateplan lädt und dann Anwendung starten und Test durchlaufen. So, kommen wir zurück zu unserem Beispiel. Jetzt war richtig. Wir haben eine GitLab-Pod und ein Postgres-Pod. Postgres-Pod hat die also diese Volume für die Datenbanken. Wir haben auch ein paar Benutzernamen-Passwort, was wir für die Initialisierung geben. Dann bei GitLab haben wir auch also ein ähnliches Konstrukt, aber jetzt haben wir ein Problem. Früher haben wir Localhost für die Datenbank benutzt. Was nutzen wir jetzt? Und dafür hat Kubernetes diese Services. Und ein Pod, die IP-Adresse von einem Pod ist abhängig von dem Node, wo es gescheduled wird und ist sehr, also der bleibt nicht lange, der bleibt nur so lange, dass der Pod läuft. Ein Service bleibt immer gleich, also wenn ich die Service definiere, bekommt er eine IP-Adresse und einen Hostname und dann für immer, egal wie viele Pods ich dahinter habe, wird dieser Service bleiben. Wir benutzen diese Labels, was ich am Anfang gesagt habe, um Pods zu finden für den Service. Und ja, Endpoints sind eins oder mehrere von den Pods. Grafisch dargestellt, hier habe ich den Service GitLab. Auf der Außenseite höre ich auf Port 80 und auf der Innenseite, weil GitLab auf Port 10.080 lauscht, wird das so Port genettet. Also ich komme rein auf 80 und lande hier in diesem Port auf 180. Wenn der Service einen Selector hat, der sagt App gleich GitLab, wird er alle Pods auswählen, der diese Label hat. Es gibt verschiedene Arten von Services, also wie ich schon erwähnt habe, ein Service hat einen DNS-Namen, aber man kann dieses Scope vom Service entweder Cluster intern oder Cluster extern anbieten. Cluster IP ist ein Service-Type. Ich brauche das nur innerhalb von meinem Kubernetes-Cluster. Also durch ein Beispiel, diese Postgres wird nur von GitLab in den Cluster angesprochen. Ein Node-Port, das erlaubt man von extern in das Service reinzukommen. Das heißt, ich habe ein Cluster von 5 Nodes. Ich sage, dieser Service ist ein Node-Port, GitLab-Service ist ein Node-Port. Das heißt, auf alle meine Nodes, wo das drauf läuft, spreche ich diesen Port an und egal wo GitLab läuft, wird das in dem Cluster durchgeroutet auf die richtige Node. Und ein Load Balancer ist dann einen Schritt weiter aus Load Port und funktioniert nur mit Cloud-Anbietern oder wenn man zusätzliche Teil hat. Also ich habe Bare Metal RB gefunden. So. Node-Port exposed ein Service zum externen auf den komischen Port. Node-Balancer greift auf meinen Cloud-Anbieter und sagt, jo, ich hätte gerne eine Public-IPv4-Adresse und bitte das Port 80 von die Public-IP auf meinen Node-Port zu holen. Geht das auch mit richtigen IP oder nur mit Vintage-IPv4? Ja, was? Geht das auch mit richtigen IP? Oder IPv6, das habe ich leider keine Erfahrung mit IPv6 mit Kubernetes bis jetzt. Also alles, was geht. Es gibt Anbieter, die machen das, aber die meisten versuchen, selbst wenn man nicht gewendet ist, dass die mal IPv6 umgehen.
Naja, das endet dann bei Load Balancer und da ist dann wieder, ja. Also der Load Balancer, die sagen halt, okay, du hast dann wenig gerettet, da bieten wir die IPv6, aber der Load Balancer, der vormacht halt eine Leier V4 und dann hast du halt Pech gehabt. Okay. Ja, zu neu. Zu neu? Ja, ja. Ja. Thankful as first thing. Okay. Services ist alles auf Layer 3, also IP-Ebene. Es braucht eine namens Ingress und das ist wie ein Layer 7 Load Balancer. Ingress ist ein bisschen komplizierter, weil man dann hat Hostname, Paths, wenn es HTTP ist, zum Beispiel. Bei Ingress erlaubt man, also ein Service sagt, jo, ich hätte gerne mal Traffic zu diesem Hostname oder zu diesem Path. Der Ingress sagt Kubernetes diese Details und dann es ist ein Job von einem Ingress-Controller, auf diese API-Punkt zu lauschen und zu sagen, oh, du hättest gerne diese Host, ich bin Nginx, dann ich, mein Config sieht so aus, neu starten oder neue Config neu laden und dann, wenn irgendwas an den Ingress-Controller reinkommt, hat er den Config, was er durch zum Service weiterleiten kann. Es gibt verschiedene Ingress-Controller, was man benutzen kann. Traffic habe ich hier ein Beispiel, wie das aussieht. Also in meinem Kubernetes Cluster habe ich einen API-Server, der sagte, ich hätte gerne alles zu diesem Hostnamen. Traffic sitzt in der Mitte und sagt, okay, ja, wenn ich was hier reinbekomme und das matcht diese Hostname, dann bitte dahin oder wo auch immer gehen. Würde das aushalten? Layer 7 Notfalls. Ja, also. Ja, also eher über die Kubernetes API bedient werden kann. Du läufst Port, sagst Port, verschiedene Tags, verschiedene Tags werden dann unter der Konfiguration aktualisiert und erkennt schon die neuen und freut sich in der Lösung ein Zertifikat. Ja, also das ist ein Reverse Proxy, aber man kann die ziemlich einfach austauschen, weil das ist ein Abstraktionsleben. Also, wie gesagt, es ist nichts Neues, es ist alles vorhandene Sache. So, auf unserem Beispiel. Wir haben jetzt einen Service namens GitLab, das lauschen wir auf Port 8 auf der Außenseite, leiten wir an den Port weiter. Hier haben wir die DB-Host Postgres, das heißt, das landet auf diesem Service, was dann App gleich GitLab, Tier gleich Datenbank, was hier matcht und landen wir hier auf den richtigen Port. Jetzt können wir das hochskalieren. Wie ich schon erwähnt habe, GitLab vielleicht langsam, brauchen wir 5 Kopien von einem Port. Das heißt, wir packen GitLab zu einem Deployment. Und ein Deployment ist so Kopien von einem Pod. Das heißt, ich sage dem Deployment, ich hätte gerne eine Skalierung von 3, dann sorgt der Deployment, dass es 3 Pods geben wird. Ja? Eigentlich haben Sie für das GitLab 4 GB RAM reserviert. Ja. Wenn ich jetzt ein Replika von 3 einstelle, reserviert, überhiebt es automatisch 12 GB RAM, damit er halt nicht auf einmal in die Falle tappt und nachher nicht mehr ausreichend RAM hat, oder wie? Das ist ein bisschen komplizierter, aber ich kann wieso. Request und Limit. Also ein Request ist ein garantierter. Ja. Wenn ich sage, ich requeste 4 GB, dann ist ein Node ausgesucht, wo garantiert 4 GB frei ist. Und ein Limit ist dann obendrauf, aber das ist keine Garantie für meinen Port. Okay. Das heißt, bei GitLab würde ich sagen, ich brauche garantiert 2 Gig, aber Limit auf 4 Gig. Das heißt, wenn ich ein Memory Gig habe, ab 4 Gig wird das gekillt, aber ich bin garantiert 2 Gig. Okay. Wenn deine Nutzer einen ausreichend Speicher haben, dann wird die Limit halt das Ding auch nicht scannen, weil es sagt, deine Nutzer sind zu voll, das ist leider Pech da. Ja. So, ja. Deployment, ich will mehrere Kopien haben und dann sorgt Kubernetes, dass die Kopien in meinem Cluster irgendwo sind. Wenn ein Node ausfällt, dann verliere ich eine Menge von Pods, aber dann der Deployment sagte, hier habe ich konfiguriert 3, aber irgendwie durch Stromausfall oder was auch immer, habe ich nur 2. Dann wird ein neuer automatisch erstellt. Das ist so diese Selbstheilung von Kubernetes. Es gibt auch mehr aus Deployment. Michael, kommst du später dazu? Also zu den, ja, okay, dann kommen wir später darauf. Aber die sind alle
mehr oder weniger ähnlich. Also ich sage, wie viel ich haben will und dann sorgt Kubernetes dafür, dass es so ist. So, bis jetzt Anwendung, Container, Container als Port, Services definiert, wir können das hoch und runter skalieren. Und ich habe schon erwähnt, ein bisschen über Nodes. Und Nodes ist, wo das alles läuft. Ein Node ist nicht mehr als ein Linux mit einem Docker drauf, wo die Kubernetes API-Server ansprechen kann und sagen, liebe Docker, bitte das hier starten und so limitieren und auch die IP-Tables Regeln auf den Node anpassen. Man kann auch Nodes mit Labels, also Labels zu einem Node zuweisen. Das heißt, wenn ich ein paar Nodes habe mit WBU, dann kann ich das mit Label sagen und dann kann ich den Port sagen, starte nur auf ein Node mit Label GPU, dann habe ich die garantiert, dass es die richtige Eigenschaft ist. Ich kann auch sagen, starte bitte nicht auf ein Node, wo ein anderer Port von deinem Service ist. Und das heißt, ich habe nicht alle meine Ports auf einem Node. Und wenn der Node ausfällt, habe ich einen kleinen Service ausfällt. Das heißt, ja, es ist relativ flexibel mit dem Scheduling. Aber der GitLab-Server kann einen Service ansprechen und der Service läuft vielleicht auf diesem Node, vielleicht nicht auf diesem Node. Und wie sieht das Netzwerk technisch aus, dass dieser GitLab-Server diesen Datenbank machen kann? Also ich habe ein physikalisches oder vielleicht ein virtuelles Netzwerk, aber ein physikalisches Netzwerk, wo alle Nodes angeschlossen sind. Und dann habe ich zwei Overlay-Netzwerke darauf. Einmal ist das Port-Overlay-Netzwerk und das ist die IP-Adressbereiche, wo die Ports ihren IP-Adresse bekommen. Normalerweise habe ich dann diesen großen Netzwerk und dann der Node 1 kriegt einen /24-Slice davon, Node 2 kriegt ein anderes /24-Slice davon und dann je nachdem, wo mein Port startet, kriegt er eine Adresse aus diesen kleineren Bereichen. Und dann die Service-Overlay ist was Ähnliches, aber für den gesamten Cluster. Das ist auch übrigens alles konfigurierbar. Man ist nicht, also bei einem 24-Port-Netzwerk, dann ist man auf 254 Nodes auf einem 254 Ports auf einem Node limitiert. Man könnte das große machen, wenn man super kleine Ports hat. So, das leichteste Einstieg ist, wenn man einen Cloud-Anbieter nimmt. Leider. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Google gemacht. Also die haben auch Kubernetes entwickelt. Das läuft stabil da, das ist schnell, ein bisschen teuer, aber die sind alle teuer. Persönlich habe ich keine Erfahrung mit Amazon Elastic Kubernetes Service. Das heißt, ich kann nicht so viel dazu sagen. Azure habe ich schlechte Erfahrungen. Und würde ich euch davon abraten, Azure im Moment. Ich habe auch einen Link zu einem Blogpost von jemand anders. Das ist die The Horrors of Using Azure Kubernetes Service in Production. Das ist auch eine sehr lustige Geschichte, was man da lesen kann. Das soll ich hier. Warum sollte dieser Regierungs-Enterprise dann den Weg gehen und Kubernetes bei Google nehmen und nicht auf den eigenen Server? Also ja, viele auf den eigenen Server. Zum Beispiel Infrastruktur bei Hetzner oder diverse andere Anbieter. Und ich denke mal, Know-how, der würde jetzt auch laufen zu sagen, ich gebe meine Kompetenz jetzt jemand Fremdes. Ja, ich weiß nicht warum. Also ich komme dazu, okay. Also man kann das auch selber hosten. Ja. Aber ich verstehe gar nicht, warum man informiert. Selbst also quasi, ja. wie man Kubernetes ans Laufen bringt. Ja, also wenn man damit rumspielen will, Google. Also da habe ich innerhalb von 3 Minuten einen Cluster hochgefahren, alles ist für mich konfiguriert und ich kann sofort loslaufen. Das ist easy. Aber wenn er das mal Entschuldigung, damit hätten wir eine fertige Veränderung geladen, wenn ich einfach mal mit dem Spiel will. Ja, da, ich habe auch zwei dazu. Also, ja. Das Problem bei, Google ist ziemlich gut für Kubernetes, Azure eher schlecht. Man kann das auch auf Bare Metal laufen lassen. Das heißt, ich habe mein Stück Eisen hier im Data Center und ich will das laufen haben. Aber da laufen wir in Probleme wie Persistent Volumes und Public IP Addresses. Weil wenn das in Azure läuft, dann sage ich, ich brauche ein Exabyte Festplatte und dann sagt Azure 2 Minuten später, ja, wir lassen.
aber man braucht irgendwas, was diese, also diese Integration von den verschiedenen Cloud-Anbietern auch zu unserer lokalen Cluster anbietet. Das gleiche gilt auch für Public IPs. Also viele von diesen Load Balancer Service Types funktionieren nicht oder man muss das zusätzlich bauen, damit wenn meine Anwendung sagt, jo, ich hätte gerne ein Public IP, dann irgendein Public IP aus unserem, also unserem Firmenbereich zur Verfügung gestellt wird. Erstmal für die Installation. Es gibt ein cooles Projekt in Typhoon. Das ist ein PXE-bootbares, also ich schmeiße ein Stück Eisen in ein Netzwerk und sage, boot von Netzwerk. Typhoon dann hat einen Config, der sagt dann, aha, ich kenne dich, hier bitte ein Worker-Node so installieren zu diesem Cluster und dann 10 Minuten später joint diese Stück Eisen zu meinem existierenden Cluster. Rook, das ist ein, also das ist Speicher, was auf dem Cluster läuft und Speicher zu dem Cluster zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn meine Anwendung sagt, ich brauche 20 Gig für meine Datenbank, antwortet Rook, jo, ich habe es. Man kann es auch mit NFS oder mit, du sagst, iSCSI oder irgendein sagen, was antwortet. Du musst das alles selber machen. Bei Google und Cloud Anbieter, das ist fertig. Ich kann auch das hier darstellen und das andere machen. Ja. Und letztens, wer wird es aber wie, das ist, wenn mein Service fragt nach einer externen IP-Adresse, dann braucht man Antwort von irgendwo. Entweder zahlt man Google für die schnelle Antwort mit einem Public IP oder man setzt Bare-Metal AB auf und der macht diese Zuweisung zwischen meinem Adressbereich, also meinem Firmennetzbereich und die Kubernetes-Adresse. Das letzte ist Minikube und das ist super für die Entwicklung. Also, mit 40 Megabyte Binary, was ich runterlade, kann ich dann Minikube Start machen und dann lädt er ein VM runter und innerhalb von einer Minute habe ich ein Kubernetes Cluster, obwohl es nur ein Node Cluster ist, bei mir lokal am Laufen. Also wenn ihr mit Kubernetes rumspielen möchtest, dann sehr gerne auf ein Laptop Minikube runterladen. Man braucht ein VM nicht dafür, also wenn es auf Linux ist, aber wir haben eine von unseren Dev-Laptops ziemlich kaputt gemacht. Das heißt, ich würde lieber diese VM-Treiber dann darauf verzichten und das in ein VM laufen lassen. Aber Minikube Start sorgt dafür, dass alles gemacht wird. So, damit bin ich fertig und ein bisschen zu viel Theorie gesagt habe. Und dann übernimmt Michael und zeigt das in echt. Danke, Sean. Ich würde jetzt quasi das GitLab-Beispiel, was der Sean genannt hat, im praktischen Beispiel, sage ich mal, ich würde einfach mal ein GitLab deployen. Jetzt zuerst noch die Frage, gibt es zu dem Vortrag von Sean, so Architekturtechnik und sowas, ist da alles klar? Oder gibt es Fragen, die ich dann eventuell während der Live-Demo abhandeln kann? Mit Kubernetes. Es gibt 20 Arten, wie man das installiert. Also wir benutzen in der Firma Minikube, aber ich habe hier bei meinem Docker auch diese, ist das mittlerweile die Docker für Mac in die Stable? Kurze Erklärung, ich habe selber ein eigenes Kubernetes-Cluster, habe das allerdings nicht managed, sondern habe einfach beim Cloud-Provider drei Hosts, habe mir dann mit Hilfe von Kubespace, das ist so Ansible, um Kubernetes aufzusetzen, ein eigenes Cluster hochgezogen. Verwende dabei im Hintergrund NFS-Storage, den ich von meinem Provider bekomme. Ich habe das Glück, dass der Provider mir auch ein Load Balancer IP quasi im Front zur Verfügung stellt. Das heißt, jede von meinen Nodes kann ausfallen und es ist egal, weil es gibt eine andere Node, die die Aufgabe übernimmt. Als Ingress. Ja. Wie hieß die Ansible-Rolle? Cube Spray? Ja, ich warte mal hier. Einfach bei GitHub. Und habe ich einen HA-Proxy-Einsatz. HA-Proxy ist wahrscheinlich ein Begriff hier. Let's Encrypt ist auch ein Begriff, vermute ich mal, dadurch, dass wir in der IT unterwegs sind.
Und was es in Kubernetes gibt, ist ein sogenannter Certificates Manager. Der macht nichts anderes, als gerade für mich diese ganzen Kubernetes oder diese ganzen letzten Club-Anfragen, sag ich mal, die ich habe, halt zu sorgen. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel das erste gekommen und ein Zertifikat, was wir ein kleines Zertifikat erkennen und sage quasi meinem Let's Encrypt Production Issue, nenne ich den, weil Let's Encrypt hat ja auch ein Staging-Zertifikat. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel immer wieder einen Service mal hochzieht, werdet ihr irgendwann ein Rate Limit brauchen, wenn ihr halt nicht weitere Hostnamen hinzufügt. Deswegen habe ich einen Staging und einen Production und einen Staging verwende ich halt für meinen ganzen Test. Und dem sage ich jetzt hier, ich hätte gerne für git.michael-sieberts.de hätte ich gerne ein Zertifikat. Was der dann macht, der deployt dann einen temporären Ingress, der wartet bis letztendlich vorbeigekommen ist, löst diese Challenge für mich und erstellt anschließend ein sogenanntes Kubernetes Secret. Was ein Kubernetes Secret ist, das ist so quasi eine Ablage, sage ich mal, Base64 kodiert, wo brisante Informationen, nenne ich es mal, etwas geschützt vom Entwickler rumliegen, weil Kubernetes hat ja ein sogenanntes ACL, dass ich zum Beispiel als Entwickler kann ich sagen, der Entwickler darf das Deployment anschauen, der darf das machen, aber der darf zum Beispiel nicht in die Secrets reingucken. Das heißt, die Secrets wären dann eine Stelle für mich, wo ich Passwörter in Klartext Base64 ablegen kann und der Entwickler kann sie aber trotzdem nicht sehen. Wenn er natürlich die Möglichkeit hat, in den Port reinzugehen, kann er die sich natürlich anschauen. Deswegen muss man da immer ein bisschen drauf achten, was man da als ACL für den Entwickler definiert. So, was ich halt vorhin schon gemacht habe, ist mir quasi dieses Zertifikat auszustellen. Ich habe hier meine Anfrage, was ich dann quasi mache. Ich springe jetzt in die Konsole, weil ich sehr vertraut mit der kubectl bin. Ich werde nachher noch zeigen, wie man das Ganze mit einer GUI deployen kann. Und auf der GUI würde ich beziehungsweise habe ich heute einfach gesagt, kubectl, das ist halt der Befehl. Schauen erstmal uns so ein bisschen Konsumcluster, seine kubectl-Cluster-Info. Ich habe übrigens Bash Completion, das heißt, wenn ich halt tab mache, kriege ich halt automatisch Vorschläge, sage ich mal. Würde ich Ihnen empfehlen zu nutzen, weil sonst tippt man sich einen Wolf von dem ganzen Tag mit der kubectl unterwegs. So, das heißt, ich fahre das einmal ab. Guck mal, und wir sehen, ist das übrigens von der Schiffgröße überlesbar? Okay. Und sehe halt, hier, ich habe ein Kubernetes-Master, 6443 ist der API-Port und das ist die Floating-IP, das heißt, die kann ich zwischen beiden Mastern umswitchen und komme immer in meine Kubernetes-API ab. Seit Kubernetes 1.12 verwendet Kubernetes standardmäßig Core-DNS, vorher... Bisschen größer, der Boot. Ja, bisschen größer, okay. So, ich guck mal, ob das sollte, ja, schon mal. So, dann habe ich ja schon erwähnt, ich habe ein eigenes Cluster, wie ihr schon erwähnt habt, an den sogenannten Nodes. Das heißt, machen wir kubectl git Nodes. Da sehen wir, oh, wir haben drei Kubernetes Nodes. Was ich gemacht habe, um HA zu erreichen, ich habe gesagt, okay, theoretisch bräuchte ich eigentlich 5 Nodes, weil ich brauche immer 2 Server, die die API bilden. Ich brauche mindestens 3 Server, die einen etcd-Cluster bilden. Eigentlich brauche ich noch 2 Worker, sage ich mal, dass wenn eine Worker wegfällt, dass der andere übernimmt. Kubernetes schedult standardmäßig auch auf den Mastern nur die API-Services. Man kann aber ein sogenanntes Taint, das ist so ein Label, sage ich mal, entfernen, kann man die Master auch ganz normal als Deployment-Server verwenden. Würde ich allerdings halt nur unter gewissen Aspekten halt, zum Beispiel Kosten, halt empfehlen. So. Nachdem halt unser, oder nachdem wir jetzt quasi dieses Jahr mal frei haben, was wir eigentlich nur machen, ist kubectl create-f für File und würden halt unser File halt anlegen. Dadurch, dass ich es halt schon gemacht habe, würde Kubernetes jetzt halt meckern und habe ich schon. Würde ich natürlich wissen, ist das Zertifikat erfolgreich ausgestellt worden. Also was ich dafür mache, ist, ich meine, ich sage mir das kubectl describe. Describe ist, wie das Deutsche beschreiben. Und da muss ich mir jetzt sagen, okay, der Sean hat auch schon das Konzept der Namespaces vorgestellt und sagt, in diesem Fall, wir deployen Namespace git.
wenn ich bei Kubernetes in den YAML-Files nichts angebe, die Leute ändern die Namespace default. Wenn ich minus, ich kann während dem Deployment sagen, minus minus Namespace, dann würde er einen speziellen Namespace reingebaut, oder ich kann ihn direkt in den YAML-File sagen, bitte immer in den Namespace gibt. Das ist halt speziell am Anfang, wenn die Entwickler mit Kubernetes am Einsteigen sind, und nicht so ganz vertraut sind und dass sie nicht alle in den gleichen Namespace reinzügeln, weil der halt ein Limit hat, ist das relativ praktisch. Muss man halt nur dran denken, viel Schritt auf weiter. In dem Fall will ich Certificates und sage, das Zertifikat haben wir hier gesehen, das speichern wir jetzt mit Interest.tsd. Das war das mal ab. Und sehe hier, das sind jetzt so quasi Logmeldungen, also durch die Auflösung ist es jetzt so dargestellt, normalerweise wäre das in einer Zeile. Und sehe halt hier, okay, heute um 10.29, das ist bei UTC, das heißt eigentlich 12.29, hat er jetzt erfolgreich mein Zertifikat ausgestellt. Das heißt, wenn ich jetzt theoretisch auf gibmichaelsievers.de gehen würde, würde ich dieses Zertifikat angezeigt bekommen. Dadurch, dass ich aber noch kein Inkrus richtig deployed habe, habe ich nur das Zertifikat zu der URL. Was brauchen wir für unser GitLab? Wir haben ja schon besprochen, GitLab selber, wir brauchen eine Datenbank. Und was ich bei GitLab auch sehr empfiehlt, ist ein sogenannter Registry. Den deployen wir jetzt als erstes. Und der Kollege vorhin hat ja auch schon eingebracht, ja, wie speichere ich in meine State? Das machen wir durch ein persistent void print, was der Shaw schon erwähnt habe. Und was ich zum Beispiel halt habe, ist halt im Hintergrund NFS-Storage. Was quasi was ich jetzt hier definiere, ist halt in der Storage Class Name NFS Client, hätte ich gerne 5 GB. Das ist jetzt NFS Storage. Wenn ich dann zum Beispiel ein anderes Storage haben will, geht einfach eine andere Storage Klasse an. Was hinter den Storage Klassen steckt, ist nichts anderes als quasi ein Storage Profil, wie man es von NetApp oder sonstiges kennt, wo quasi drin steht hier, der und der Server, das und das Protokoll. Da zum Beispiel NFS, das nächste ist S3. Das nächste kann Ceph-Block Storage sein, das nächste kann Ceph-Object Storage sein, das ist eigentlich nur eine Abstraktionsebene. Access Mode ist im Falle von NFS Client Read Write Manager. Das heißt, ich kann mit mehreren Pods gleichzeitig auf diesen Speicher zugreifen und Dateien schreiben. Ist wichtig für die Skalierung, weil ich, wenn ich zum Beispiel Block Storage habe, kann ich mir nur mit einem Pod anschreiben. Das heißt, wenn ich da dann in die Deployment angebe, hey, ich hätte gerne 4 Pods, dann sagen 3 von 4 Pods, den Speicher kriege ich nicht. Das war Pech gehabt. Deswegen muss man sich immer überlegen, okay, was ist mein Anwendungsfall und auch die Storage-Typen, sag ich mal, und ihre Eigenschaften kennen. Zum Beispiel NFS ist da relativ normal, sag ich mal, weil man kann quasi, als wenn man um ein normales Dateisystem schreibt, dagegen zum Beispiel, wenn ich S3 Storage habe, muss ich im Hinterkopf behalten, wenn ich zum Beispiel mit mehreren Pods zugreifen würde, speichert er immer nur den letzten Stand. Es wird auch immer die Datei als Ganzes geschrieben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel euer VM-DK mit 40 GB in S3 Storage ablegt, da ändert der Container oder die VM ändert einmal pro Sekunde ihren State. Versucht ihr quasi pro Sekunde 40 GB S3 Storage zu schreiben. Da wird einmal Amazon am Ende des Monats kriegt eine schöne Rechnung. Den Container oder sag ich mal, das wollen gebe ich auch noch Metadaten mit, damit ich es eindeutig identifizieren kann. Das ist zum Beispiel hier in dem Fall GitPDS-PVC. Das ist so die Information, die wir aus diesem Deployment uns für nachher merken müssen. So. Das heißt, jetzt gehen wir einfach wieder auf die CLI und gehen in den Fall das Status rein. Wir sagen CDL, create F und unser System voll Play. Das ist voll gecreated. Ging aber schnell. Wenn wir mal nachschauen, was überhaupt gemacht wurde, würde Sinn machen. So, fix der Get. Und das nächste ist Git. Das ist Volume Planes. Ja, 5 GB. Mit dem Volume-Namen und mit dem Namen, den wir für jetzt gleich brauchen.
Gut, jetzt haben wir 5 GB Storage. Den wollen wir jetzt in unserem Container, sage ich mal, übergeben. Dazu springen wir jetzt in das BDSP Deployment. Und erkennen sofort hier, ist unser PVC Name. Jetzt gehen wir in der Spezifikation von dem Deployment an, dass dieses PVC auf ein Physical Volume quasi gematcht wird. Das ist in dem Falle BDSPV. Und das BDSPV, sagen wir, das wird innerhalb von dem Container nach Valid-Redis genommen. Das heißt, alles, was ihr ab dem Zeitpunkt in Valid-Redis schmeißt, wenn der Container am Leben ist, wird im Hintergrund auf das NFS geschrieben. Und wenn quasi ein nächster Container oder der Pod stirbt und der nächste Pod wird gescheduled, ihr kriegt dann wieder diesen Storage und der liest dann die Daten aus diesem Volume ein und kann dann mit den Daten weiterarbeiten. Also was haben wir noch? Wir haben natürlich einen Container selber. In dem Falle machen wir keinen Container, sondern können direkt den Hauptcontainer starten. Das ist in dem Falle das Image. Da hat ja Olli wunderbar erklärt. In dem Falle verwenden wir die Version 409-1. Wichtig für euch, wenn ihr kein Image-Tag angibt, wird immer Latest genommen. Latest ist so das Schlimmste, was man in Produktion haben kann, weil stellt euch vor, euer Entwickler oder eine andere Person stellt ein neues Image zur Verfügung oder eine neue Major-Version, neuer Pod stirbt. Was macht er? Der zieht sich ab. Der zieht sich, je nachdem, welche Polypolicy er eingestellt hat, zieht er sich automatisch beim nächsten Start diese neue Major-Version und eure Produktion ist offline. Schlechtes Beispiel, aber ist in der Praxis schon vorgekommen. Unser Redis-Container hat einen Port, und zwar ist das der 6379. Auf diesen Port können wir nachher unseren Service deployen. Das heißt, wenn wir jetzt mal die 3 Redis-Container haben, können wir die nachher über die Service-IP und den Port 6379 ansprechen, aber wieder schauen, dass wir von gezeigt hat, sprechen wir eigentlich einen von den Ports an. Wie stellen wir sicher, ob unser Container gestartet ist? Dazu bietet Kubernetes die sogenannte Möglichkeit der Liveness Probe. Liveness Probe definiert einfach, okay, in diesem Fall würde das Kommando redis-cli-ping ausgeführt, und zwar das erste Mal nach 30 Sekunden. Und dieses Kommando hat dann 5 Sekunden Zeit, sage ich mal, zurückzumelden, ich bin in Ordnung oder ich bin nicht in Ordnung. Und damit definiert auch Kubernetes, okay, entweder der Container ist erfolgreich gestartet, oder da ist irgendwas schief gelaufen, zum Beispiel weil eine Firewall uns dazwischen gehauen hat und wir den NFS-Storage nicht kriegen oder irgendwas anderes und dann scheduled er es halt neu. Das ist aber eher die Readiness-Probe. Die Readiness-Probe, ab da nimmt der Container Verbindungen an. Die Liveness-Probe ist erstmal, ob er wirklich gescheduled wurde. Die Probe sagt ja quasi, während der läuft, wir können das vorstellen, wir haben ein Backend, der eine Datenbank erreichen muss. Der Liveness Probe sagt, der Backend ist in Ordnung. Er kann seine Datenbank nicht erreichen, aber das Killen vom Backend hat keinen Zweck, weil die neue wird auch den Datenbank nicht erreichen. Das heißt, Liveness Probe okay, starten wir den Container nicht neu. Readiness Probe ist, der Backend ist online und Datenbank ist da. Ich kann Traffic annehmen. Und erst wenn der Readiness Probe okay ist, dann wird das Service wird das in den Service aufgenommen. Antwort erstmal? Geklärt? Ja, ja. Ah, okay. Sorry. Okay. Sehr gut, gefällt mir das erst. Wiederholt sich leider, kann ich nicht ändern. Das ist gar nicht. Sollen wir natürlich auch wissen, was macht der Container, wenn wir beim Hochfahren? Das sind dann die Tipps hier der Logs. Gehen wir da ein Namespace an. Und guck mal, ist gescaled worden. Guck mal, scheint auch gut zu sein, weil wir sehen, the server is now ready to accept connection. Das heißt, er konnte den PVC marken, ist gestartet, Live-Instrument ist in Ordnung. Das heißt, jetzt kann es losgehen.
T-Test-Service zur Verfügung mit seiner Pod-IP. Das heißt, wenn ich den Service jetzt ansprechen wollte, bräuchte ich jedes Mal seine Pod-IP. Aber wir haben ja schon gelernt, Pods haben nicht unbedingt eine unbegrenzte Lebenszeit und ich müsste mir jedes Mal quasi neu diese Pod-IP merken, wenn der Service, wenn der Pod stört. Aber gut, was machen wir? Wir deployen einen Service auf Pod. Kein Service, wieder in SPS geht. Geben ihm das Label Git Redis und sagen, okay, der Pod 6379 auf der Service-IP, bitte in den Container auf dem Pod 6379 matchen. Dadurch könntet ihr auch quasi davor quasi sagen, wenn ihr sagt, hier 6379, wir wollen aber einen anderen Pod nutzen, warum auch immer, gibt ja Security und sonst Gründe dafür, ist das an dieser Stelle möglich. Und nachdem wir das quasi jetzt gemacht haben, können wir innerhalb von dem Namespace diesen Redis mit Redis Doppelung 6379 ansprechen. CLI, und Service. Das ist jetzt ein sehr granulares Beispiel, weil das ist so, wie ich es handhabe. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, nämlich dadurch, dass ich hier immer angebe, was ich, sage ich mal, die Leute haben will, habe ich auch die Möglichkeit, ich schreibe das alles in eine Datei. Wir erzeugen in dem Fall für Postgres, also unsere Datenbank, erzeugen wir 10 GB PVC, wir erzeugen wieder einen Deployment, in dem Fall eine Postgres. Ja. Jetzt kommen wir so zu einem Beispiel, wie man es nicht macht. Nämlich, der Datenbankcontainer braucht ja, sag ich mal, ein Passwort, da sollen Accounts angelegt werden, übergeben. Das dann sozusagen von Entwickler in beiden Varianten. Schreiben wir im Klartext hier in das Ding mit rein. Euer Angreifer kriegt irgendwann Zugriff auf dieses YAML-File, kennt euer Masterpasswort in der Datenbank und eure Zugriffsoftware. Ja. Aber in der Regel expose ich die Datenbank auch, um die Container hinten aufzugreifen. Also ich finde das nicht gut, ne? Aber eigentlich sollte da auch niemand mit der Datenbank reden dürfen, außer der Application Server. Eigentlich, wenn halt derjenige dann noch Zugriff auf deinen Cloud-Provider oder auf deine Firewall hat und schaltet sich von außen was durch oder irgendeinen Jump-Host. Aber der Application-Server hat das ja noch nicht hier gemacht. Ist egal. Ich würde eher sagen, das liegt alles in Richtung der Entwickler, die das Passwort hier auf Position und den da raus. Wir hätten das Problem, wenn es in den Weg geht, dann geht das wieder in den geht halt zum Angriff. Genau. Kannst du auch Unix Domain Servers verwenden? Was? Kannst du auch Unix Domain Servers verwenden? Das wird nur in derselben Port, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber nur in derselben Port wird das gehen, glaube ich. Hier nicht für ein Port. Wenn ich theoretisch einen Hard-Proxy mit Path-Stream bauen, aber es ist ein bisschen kompliziert, sage ich mal. Also es ist schon Best Practice, Benutzernamen und Pendler zu verwenden und keine Auditorisierung des Prozesses über seine PID oder des Pods über seine Pod-User E-Mail-Daten zu werden. Dadurch, dass speziell Postgres, sage ich mal, sehr limitiert ist, wer überhaupt auf ihn zugreifen kann, würde ich da über IP und sonstiges gehen, weil die ist ja nicht IP, die es über den Namespace machen. Über die Namespace hinweg mit Socket zu arbeiten, das wird schon. Also ich sehe die Limitierung gar nicht über Postgres, das kann ich über die PGHWA-IP einstellen. Das Problem ist, das sind ein Live-System, was nämlich eine Maschine oder viele Maschinen. Und dann ist das über die Maschinen weg machen. Und denen werden Portale mit einem Overlay-Netzwerk verbunden. Also du hast gar keine Möglichkeit, auf den Fall zuzugreifen, auch wenn er irgendwo auf NFS liegt. Weiß der Kernel ist davon auf der anderen Maschine, deshalb bist du gezwungen, über das CD zu gehen. Und wir wollen natürlich, dass hinterher unser Container innerhalb von dem gleichen Namespace, damit wir das für Skiplab-Deployment haben, ansprechbar ist. Und das Gute ist, ich habe das alles in einer Datei, aber dadurch, dass die Dinge voneinander abhängen,
könnte es auch komplett andersrum reinschalten, weil der Container, da habe ich gesagt, hier, du hast ein persistent Volume Plane. Wenn der persistent Volume Plane nicht da ist, startet der Container. Den Service kann ich auch jederzeit deployen, ob das dahinter, sage ich mal, ob der Service allein, ob der Container dahinter allein ist oder tot ist, ist ihm im Prinzip egal, weil es halt einfach nur quasi ein Match drin bleibt. So, das heißt, in Postgres, das Volume wurde angelegt, unser Volume wurde angelegt und das Service wurde angelegt. Das wird wahrscheinlich in kurzem Moment dauern, deswegen sagen wir minus F für Follow by Logs. Aber am Glück, Database System ist ready, Exact Connection ist halt vernetzt und da kurz das ansprechen. Das habe ich ja schon erwähnt, passt auf den Klartext in ins Deployment zu schreiben, ziemlich schlechte Variante. Kubernetes bietet uns deswegen die Möglichkeit, sogenannte Secrets zu verwenden, die wir dadurch, dass wir die ACL haben, halt verhindern können, dass unberechtigte Leute drauf fahren. Wie sieht so ein Secret aus? Wir haben hier kein Secret und haben hier unten ein Data und haben hier ich nenne es mal Key Value Pair. Das heißt, der Key ist DB Key Base. Wie wir den ansprechen, sehen wir gleich im Internet deployen. Wir haben hier einen Base64 kodierten String. Das heißt, wenn ich den jetzt in die Kommandozeile schmeißen würde, würde ich sagen Base64 Decode, wenn wir da erkennen, dass da gleich unser URL-Passwort eigentlich im Hintersteckt. Secrets verwende ich standardmäßig dafür, um Passwörter, sage ich mal, Kubernetes abzulegen. Wenn ich dagegen sowas wie eine Postgres-Config oder eine Mail-Config abgebe, das heißt, ich habe Entwickler, die wollen Mail-Versand an ihre Anwendung anbinden. Ich habe aber nicht plus 20.000 Mal die Mails zu verschicken hier, das ist der MP3-Server, da müssen wir uns so anmelden. Könnte ich zum Beispiel sagen, ich mache eine Config-Mail draus. Mache ich einen Config zum Beispiel hier. Da sage ich, das ist eine sogenannte Config-Mail und da habe ich die SMTP-Konfiguration hinterlegt. Also das Einzige, was ich dem Entwickler dann noch mitteilen muss, ist quasi das Passwort für diesen SMTP-Account. Er kann ihn dann in seiner Dev-Umgebung, in seiner QS-Umgebung, in seiner Pod-Umgebung, kann er sich einfach einbinden. Und das Gute ist, wenn ich zum Beispiel morgen entscheide, Mailgang erlaubt mir aber nur zum Beispiel privat 5 Accounts an 5 E-Mail-Adressen zu schicken, ich muss sagen, wer schickt ihn, ich wechsle jetzt zum Mailgang. Dann tausche ich einfach morgen die Config-Mail aus, sagt dem Entwickler, hier bitte kurz einmal dein Pod. Und beim nächsten Neustart von Pod kriegt der Pod die aktualisierte Config-Map, hat die neue Mail-Konfiguration und alles läuft wieder sein. Läuft mit die beiden neuen Kabel. Wieder unsere Anwendungskabel verwandelt, speziell Mail-Konfiguration, Secrets und ich kann natürlich die Kommandos auch aneinander rein. Das heißt, ich hatte ja vorhin, dass dieses Ausgangspfeil einstellt. Ich kann aber auch hinterher die ganzen angeben. Ich habe es erstellt. Wenn ich jetzt mit kubectl get, könnte ich mir wieder die Secret anzeigen lassen und da würde dann 1 zu 1 quasi drinstehen, hier genau in dieser Variante. Hier sieht das Secret aus, die Data sieht so und so aus. Durch die niedrige Bildschirmauflösung ist das ein bisschen komplett verzerrt, deswegen verzichte ich darauf, das jetzt zu zeigen, was vermutlich eher verwirrt. Weil der viel interessantere Part ist jetzt, wie kann ich zum Beispiel auf das DB-Keybase zugreifen? Dazu gehen wir in das Deployment und gehen einmal hier hin. Sehen wir wieder, wir übergeben den Container Environment Variante. In dem Fall ist die Environment-Variante Secrets-DB-Keybase und jetzt sagen wir nicht einen konkreten Wert, sondern Value From. Dieses Secret Key Ref ist eine Abkürzung für Secret Key Reference. Im Gegensatz dazu, bei Config Map steht Config Map Reference.
In dem Falle die Web Secrets, das ist unser hier, und der Key DB Key Base. Und dadurch weiß Kubernetes, okay, aus diesen Secrets, diesen Spring, muss ich eigentlich hier an der Stelle in Deployment einsetzen. Was man dadurch halt machen kann, man kann sich halt ein generisches Deployment schreiben und auf der Dev setzt man die Daten von der DevDB ein, QS von der QSDB und Port von der Port. Darum muss man diese Datei nicht mehr anpassen, man passt nur das hier. Muss ich jetzt ein Secret eigentlich explizit setzen? Weil mir ist ja egal, also was für ein Passwort da steht. Ich will einfach nur, dass es ein eindeutiges Passwort gibt. Für Ansible Deployments kann man sowas machen wie Hashicorp-Void nehmen. Da fragt man einfach, wie ist das Passwort für die Datenbank? Dann würfelt er eins, gibt das raus. Weil das muss ja kein Mensch jemals gesehen haben. Das ist auch möglich. Also dieses, was man auch machen kann, speziell ein bisschen der Ansible anzubieten, sagt man hier. Gibt es hier der Create Secret minus minus from literal. Und dann nimmt er quasi das, was du ihm als Eingabe gibst, wie ihm auch immer die Insider gibst, und er erzeugt daraus. Ich meine, auch unendlich. Also in Zukunft gibt es nichts, dass man einfach sagt, ich brauche hier ein genügend gutes Passwort, aber mir ist egal welches. Und wenn ich mich nochmal danach frage, gibt dasselbe. Natürlich, kannst du from literal und setzt dann irgend so ein. Also hast du das jetzt nicht unbedingt für ein kurzfristige, das muss die Anwendung unterstützen, aber das ist üblich, dass man so HashiCorp-Vault einsetzt und dann sollte dann die Anwendung direkt fragen, nicht weil das hier wird einmal gesetzt, wenn der Pod startet, aber mit HashiCorp-Vault sollte das Passwort regelmäßig ausgetauscht oder ein sehr kurzfristige, vielleicht kriegt das länger aus dem Pod. Kannst du, was du Best Practices für Secrets sagen, was du die Preise notieren? Würde ich gerne an den Schluss setzen, weil ich habe gesehen, okay, ja, ich etwas das in der Zeit. Ja. Wie gesagt, ihr kommt ja eine weitere Option, würde ich jetzt im Detail mal überspringen. Was noch wichtig ist, habe ich ja gerade schon gesagt, wenn ich ein Config-Map einbinden will, dann geht das auch mit Value from Config-Map-Key-Map. Gleiches Schema, wenn man es dreimal gemacht hat, hat man eigentlich nicht mehr aus. So, ja? Ganz kurz, Frage noch zu dem Secret, wo wird denn die encrypted? Welche? Das ist kein, also, das wird nicht. Das ist nicht encrypted, das ist kodiert. Ja. Hier, ja. Welche sind sich um ein Sonderzeichen zu kodieren? Und Kubernetes Storage, ich weiß nicht, sind die verschlüsselt? Aber das heißt, ich kann jetzt die String wieder gekuttet oder dekuttet, dahinter erledigt, das theoretische Basic 64 sorgt nur dafür, dass du, wenn du da irgendwelche Zeichen wie Punkt oder etwas ja, Doppelpunkt, ja, dass du dir escapes, das war's. Man benutzt die Kubernetes, also Role-Based Access Control, zu sagen, der Entwickler darf Config-Maps anschauen, eventuell auch schreiben, aber Secrets nicht. Also, das ist nur ein Abstraktionslayer, dass wenn er tut, sieht genau, get secret, wird er mit einem vernünftigen also Access-Konzept, wird der Kubernetes-Geist aussehen, das darfst du nicht. Okay, aber die YAML, wo die Sachen drin stehen, trotzdem bitte bei den Cloud-Anbieter oder generell geht. Ja, ich habe keine wirkliche Sicherheit. Ich habe richtig nicht, ja. Also wir. Schlossen, weil Hitler braucht etwas länger zum Starten. Wer wissen will, warum, kann sich den Container mal gerne anschauen. Das ist so bestes Beispiel, wie man es eigentlich nicht macht, aber es trotzdem regelmäßig in Produktion vorzufinden ist. So, das heißt, wir haben jetzt unsere Anwendung deployed. Das heißt, wenn wir jetzt momentan drauf zugreifen würden, nachdem wir auch unseren Service selber deployed haben, wäre unsere Cluster-IP. Cluster-IP aber haben wir gesagt, ist ja nicht innerhalb von Cluster-IP. Wir möchten aber von außerhalb drauf zugreifen. Das sind jetzt nicht Siemens geht. Dann, um den Schleiß die Klasse zu schließen, kommen wir nicht wieder zum Inquest zurück. Im Inquest ist quasi die Leitstelle, sag ich mal, die sagt hier außen, okay, hier, die und die Webseite oder ich rufe URL auf, kann man bei diesem Inquest aus. Und der Inquest guckt dann, oh, wo willst du denn hin? In dem Fall ist es
bei GHA-Proxy. In dem GHA-Proxy sage ich in diesem Falle hier erstmal dieses Secret bitte verwenden. Dieses Secret verwendest du bitte für die Michel Siebert. Das ist das Secret, was ich mir vorhin, das Zertifikat, was ich mir vorhin mit letzten Secret erzeugt habe. Was ich Ihnen jetzt sage, mit dem sogenannten Rules, sage ich, okay, wenn einer kommt und auf gitmichelsievers.de ist, leitest du im Backend mit auf den Service Git. Und hinter dem Git läuft nicht unser Git-Lab. Soweit verständlich? So. In dem Fall jetzt als letzten Schritt noch der Rules. Und gucken mal nach, ob denn unser GitLab schon gestartet ist. Könnte gut gehen, weil der Start in der Regel zwei war. Aber. Sieht so aus. Jetzt nehme ich mir gerade an, das passt vielleicht. Ich glaube, das ist der Inhalt auch. Nehmen wir den halt. Ich bin mir nicht gerade ganz sicher, ob ich da das habe ich vor der Anfangs. Da kann ich zwar super. Der offizielle Teil von Gitmobile gewesen. Ich habe weitere Teile vorbereitet, aber aufgrund der Zeit, wer Interesse hat oder Fragen hat, können wir gerne jetzt in der nächsten Vortrag, wenn ich da das gerne behandeln. Ansonsten stehen wir natürlich auch selbstverständlich für Detailfragen oder für Fragen, die etwas spezieller sind, jederzeit. Okay.